Herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergie mit Medium, Intuitivheilerin und Seelenschamanin Britta C. Lambert. Bitte höre dir diese Botschaft bis zum Schluss an, hier bekommst du weitere Hinweise von mir. Fühle dich nun motiviert und inspiriert, dein volles Potenzial zu entfalten und tauche nun hinein in die Energie des Tages. Aloha zu unserem Tagesimpuls vom 4. März. So, dann schauen wir uns die Tagesenergien für heute an. Heute haben wir wieder Karina. Das ist interessant, wie die Siegel sich immer wiederholen und ergänzen, immer so ein paar Tage lang. Dann haben wir Agnolo, das hat sich jetzt im März noch nicht gezeigt. Und als dritte Energie haben wir heute schon wieder Kri. Ja, heute ist wirklich mal wieder ein Tag, an dem wir wirklich mit der Weisheit unserer Seele komplett, es geht um dieses Erkennen, um die Weisheit unserer Seele, um dieses Erkennen, dass alles in mir ruht, dass alles Wissen da ist, ja, dass dieses Suchen, dieses Tun, dieses Aktivsein im Außen, was wir alle so gerne machen, ja, noch ein Seminar, noch ein Kurs, noch eine Session, noch ein Buch zu lesen, noch den nächsten Schritt zu gehen und immer diese Suche im Außen, die uns letzten Endes davon abhält, zur Ruhe zu kommen, ja, anzukommen in mir und zu erkennen, wer ich bin, was in mir eigentlich alles ist, dass dieses Ich bin schon reicht, dass ich das noch nicht mal definieren muss in Ich bin Freude, ich bin Frieden, sondern dass dieses Ich bin an sich alles beinhaltet und dass ich dieses Ich bin, bin. Ich bin, ich bin. Ja, das ist eigentlich schon genug, wenn man darüber meditiert für den heutigen Tag. Ja, und Karina hilft uns eben, dieses Ich Bin zu befreien. Ja, alles, was meine Göttlichkeit, eben meine göttliche Reinheit beschmutzt hat, auf welche Weise auch immer. Ich habe gerade vor ein paar Tagen ausführlicher darüber gesprochen, dass wir eben Essenzverletzungen in uns gespeichert haben, dass wir in anderen Leben vielleicht in unserer göttlichen Unschuld, in unserer göttlichen Reinheit verletzt worden sind. Oder auch als Priester, Heiler oder dass wir eben in diesem Leben, in unserer kindlichen Unschuld, in unserer Essenz verletzt worden sind, weil wir was ganz Wunderbares eigentlich tun wollten, zeigen wollten und es wurde als solches nicht anerkannt. Oder wir sind wirklich in unserer Essenz so tief verletzt worden durch eine Misshandlung oder auch durch einen Missbrauch. Also dieses gesamte Spektrum an Heilung liegt wirklich in Karina. Karina ist das Bad, das der hohe Priester nimmt, bevor er in die nächste Stufe seiner Weihe empfängt, bevor er einen Schritt mehr in dieses Ich Bin hineintaucht. Ja, und was uns davon abhält, wirklich zu erkennen, wer wir sind, ja, dieses Erkennt, dass wir merken, dass dieses Er, also Er ist einfach immer diese Silbe, die man könnte auch sagen, sie, aber es heißt eben nicht sie kennt, sondern oder sie löst, sondern er. Ja, damit ist das Göttliche für mich gemeint und Gott enthält ja wirklich beides. Das Göttliche ist ja beides, im Göttlichen ist beides vereint, die männliche und die weibliche Energie. Ja, und was mich eben davon abhält, diese Reinheit zu erkennen und zu leben und dieses Wissen, was in mir ruht, wirklich auch zu finden aufgrund von, ja, weil ich glaube, ich trage noch so vieles in mir, was ich eben noch tun muss, damit ich den nächsten Schritt gehen kann, damit ich zur Ruhe kommen kann oder was auch immer. Das ist einfach alles das Geschenk von Karina, dass es mit Karina in die Reinigung gehen darf. Ja, Agnolo hilft mir, meine Schultern auch von diesem ganzen Ballast, den ich trage, zu befreien. Agnolo ist der göttliche Ausdruck in seiner Vollendung. Hier geht es auch nochmal um das Thema, die Fähigkeit, eben Grenzen zu setzen, den Platz im Leben einzunehmen, sich selbst zu leben, ja. Der göttliche Ausdruck in seiner Vollendung bedeutet, so wie du bist, ist es absolut hundertprozentig in Ordnung. Du musst nichts mehr tun, du musst nichts mehr heilen, du musst nichts mehr auflösen, du musst dich nicht verbessern, du musst nicht noch etwas besser und perfekter machen. Du bist der göttliche Ausdruck in seiner Vollendung, genau so wie du jetzt bist, hier und heute, wollte dich Gott und du bist Gott. Ja, und was uns eben von dieser Bewusstheit trennt, ist oft auch eine ganze Menge. Das geht auch noch mal ein bisschen einher mit Grenzüberschreitungen. Das ist wieder dieses Karina-Thema auch. Ja, diese Essenzverletzungen sind oft durch Grenzüberschreitungen, haben die eben stattgefunden, gerade bei Misshandlungen, bei Missbräuchen und sowas. Und in dem Moment, in dem dann sowas stattfindet, wenn ein Kind
braucht einfach diesen Schutz von den Erwachsenen, braucht den Schutz der Grenzen, der eigenen Grenzen, weil es eben selbst doch keine Grenzen setzen kann. Warum? Wir kommen aus dem Licht und im Licht gibt es eben keine Grenzen. Und dann sind hier auf der Erde nun einfach mal gibt es bestimmte Prinzipien und diese Grenzen muss ein Kind erstmal kennenlernen und erfahren. Und wenn es den Schutz seiner Grenzen nicht erfährt, dann ist es ganz schwierig, solche Grenzen eben selbst aufzubauen, ja, den eigenen Raum einzunehmen, überhaupt den Platz im Leben einzunehmen, ja. Und gerade das gepaart mit einer Essenzverletzung macht es Menschen oft sehr schwer. Und oftmals fehlt eben ein Teil der Seele. Und wenn eben ein Teil der Seele fehlt, dann wird es schwierig, diese göttliche Vollkommenheit eben anzunehmen, zu leben oder gar auszudrücken. Und das ist heute auch nochmal das Geschenk des Tages, dass wirklich diese Fähigkeiten, die verloren gegangen sind, in Form von Grenzen setzen, den Platz im Leben einzunehmen, ja, den eigenen Raum vollumfänglich auszufüllen, mich als Gott inkarniert in einem physischen Körper zu erfahren und als dieser Platz zu nehmen in meinem Körper und in meinem Leben. Ja, diese Fähigkeit darf heute wirklich zurück, damit dieses Erkennen, diese allumfassenden Weisheit, die zu allen Zeiten in mir ruht und nicht da draußen oder in irgendeinem Kurs, bedeutet nicht, dass uns Kurse und Sessions und so weiter und andere Menschen nicht weiterbringen können, weil Gott ist eben in allem, ja. Und das, was in dem Isis-Channeling zum Beispiel auch gesagt wurde, was ich so schön fand, war, dass sie Isis sagte, das, was ich jetzt spreche, die Worte, die ich jetzt spreche, die werden nur in dir lebendig, weil du sie erfährst, weil du sie annimmst. Ansonsten sind es zunächst einfach mal Geräusche, ja, die jetzt im Moment gerade meinen Mund verlassen. Und das, was bei dir ankommt, das ist deine Erfahrung, das ist das, was du erschaffst daraus. Ich spreche nur Worte, aber was du verstehst und was du wandelst, was du umsetzt, was du erkennst, das ist eben deine Schöpfung. Von daher ist alles, sind meine Worte, sind du, ja. Und dein Erkennen bin ich. Das ist eben diese Einheit. Und es ist so schwer, mit dem Kopf zu verstehen. Und Kri schenkt uns einfach dieses Erkennen, wer wir sind, dieses Erinnern. Und es ist immer dieses in mir. Ja, es ist nicht die Suche im Außen. Dieses Wissen ist nicht da draußen. Ich kann im draußen einen Spiegel finden, aber das Erfahren und das Verstehen findet immer in mir statt. Und je mehr wir das begreifen, dass diese Momente der Stille und der Verbindung mit uns selbst die kostbarsten Augenblicke sind und eben nicht die Tätigkeit des Tun, ja, umso mehr kommen wir bei uns an und fangen uns wirklich daran zu erinnern, in unserem Inneren, ja, diesen Er, das Göttliche, einfach wahrzunehmen, zu erkennen. Und ich glaube, die Momente, in denen wir das Göttliche in uns selbst erkennen und erfahren und diese Einheit, das sind diese Momente, in denen fast eine Auflösung stattfindet, wo man keine Fragen mehr hat und auch nichts mehr möchte, weil alles gut ist. Ja, und dieses alles ist gut, das ist nicht einfach ein lapidarer Spruch, das kann man nicht sich mit dem Kopf zurechtreden, das ist einfach was wir erfahren können und das erfahren wir wieder natürlich in uns. Ja, das ist das Wunder des heutigen Tages, was wir wirklich in Empfang nehmen dürfen. Eine ganz, ganz tiefe Reinigung und eine Fähigkeit, wirklich unseren heiligen inneren Raum zu beziehen, Platz in uns selbst zu nehmen und wirklich zu erkennen, wer wir sind, ja, in uns. Und dieses Bewusstseinsfeld des Erkennens deiner Weisheit, das möchte ich jetzt gerne mit allen lieben Verbundenen initiieren und natürlich auch die Seelenanteile heimrufen, die noch unterwegs sind und die das eben unmöglich machen, diesen Raum einzunehmen, diesen Platz im Leben einzunehmen und diese Grenzen auch, ja, sozusagen zu errichten, dass das möglich ist. Om Karina, Om 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 Karina, Om Anjulu, Om Kri, Om Karina, Om Anjulu, Om Kri.
Karina, Om Anjulu, Om Kri. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag des Erinnerns, des Erkennens, des ganz tiefen Seins mit dir selbst und des ja wirklich Findens des Göttlichen in dir. Bis morgen. Wenn du mehr über die wundervollen und nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten der 12 Siege erfahren möchtest, findest du unter diesem Video in der Infobox alle Informationen zu Britas Fernkurs Die 12 Siegel des Metatron. Werde Heiler mit kleinem oder großem H. Erlerne in Britas Fernkurs, wie du die Siegel bei dir selbst und auch bei anderen anwenden kannst. Du erhältst ausführliches Hintergrundwissen und die gechannelte Bedeutung eines jeden einzelnen Siegels. Abonniere jetzt kostenlos und unverbindlich mit nur einem Klick auf Britas Bild den Kanal, denn dann bekommst du automatisch eine Benachrichtigung, wenn Britta neue Videos veröffentlicht. Klicke rechts, wenn du Britas Gratiskurs »Warum die Dinge so sind, wie sie sind« kostenlos und unverbindlich anschauen möchtest. Ich wünsche dir nun einen wundervollen, inspirierten Tag.